Hallo und herzlich willkommen bei Eurochannel. Heute geht es nach 30 Sekunden Schnelldurchgang Hodenkrebs um die Langfassung für alle, die es ganz genau wissen wollen. Meine Patienten sind immer ganz überrascht, wenn ich ihnen erzähle, dass Krebserkrankungen nicht unbedingt alte Menschen ausschließlich betreffen, sondern dass auch junge Menschen Krebs bekommen können. Ein typisches Beispiel hierfür ist der Hodenkrebs beim jungen Mann. Der tritt im Alter so ungefähr ab 20 plus minus auf bis ungefähr Ende 40 und dann nochmal wieder im älteren Alter. Es gibt verschiedene Arten von Hodenkrebs und die entsprechend treten dann in unterschiedlichen Altersgruppen typischerweise auf. Im Hoden passiert natürlich beim jungen Menschen eine ganze Menge. Da ist ein hoher Turnover von Zellerneuerung, also zum Beispiel Samenzellen, die erneuern sich ständig. Und alles, was sich ständig erneuert, muss ja wieder ausgelesen werden von der Genetik, damit sich neue Zellen bilden können. Und dabei passieren natürlich Fehler. Und wenn man eine hohe Erneuerungsrate hat, dann passieren natürlich mehr Fehler und daraus können sich schnell auch mal Entartungen ergeben. Entartungen sind dann Krebsgeschwulste, die sich daraus bilden können. Hodenkrebs ist auch keine Rarität. In den letzten Jahren haben wir auch gesehen, dass mehr und mehr junge Männer Hodenkrebs bekommen. Man sagt ungefähr, das sind so die Zahlen, 1% der Krebserkrankungen beim Mann, also lebenslang, fällt auf den Hodenkrebs und bei den urologischen Krebserkrankungen fallen 5% auf den Hodenkrebs. Gerade weil Hodenkrebs heilbar ist, ist es ganz wichtig, dass man das frühzeitig erkennt und daher empfehle ich allen jungen Männern, dass sie sich selbst untersuchen. Und ich habe jetzt hier mal so eine Zitrone mitgebracht, was anderes hatte ich jetzt gerade nicht in der Küche. Man kann so eine Untersuchung ganz gut machen unter der Dusche zum Beispiel. Und ich empfehle, dass man jeweils drei Finger einer Hand nimmt und hier ganz vorsichtig den Hoden in beide Hände nimmt und hier abtastet, ob sich da irgendwas knubbelig anfühlt. Das, was man entdecken kann, ist erstens eine ganz harte Struktur, also dass der Hoden nicht prall elastisch ist, sondern knallhart. Oder dass zum Beispiel sich da irgendwelche Knubbel abtasten oder in der Tiefe irgendwas komisch ist. Das alles können Zeichen sein für einen Hodenkrebs. Allerdings Vorsicht, ich kann hier nochmal ein ganz kurzes Bild der Hodenanatomie zeigen. Ein Hoden ist nicht nur so eine Art Zitrone, sondern da hängt auch noch was dran, nämlich der Nebenhoden. Und den kann man sehr gut tasten. Also wir haben einen Nebenhodenschwanz, dann haben wir einen Nebenhodenkopf. Und das fühlt sich tatsächlich so ein bisschen knubbelig neben dem Hoden an. Das ist kein Tumor, sondern das ist der Nebenhoden. Und im Nebenhoden reifen die Spermien auf dem Weg dann irgendwann raus. Der Nebenhoden ist also ganz wichtig, hat auch eine wichtige Funktion. Meistens, wenn man da was feststellt, handelt es sich tatsächlich um was Bösartiges, aber das muss nicht immer sein. Ich habe manchmal auch selber Zweifel, ich weiß nicht ganz genau, was ist das, fühlt sich ganz verhärtet an und dann ist immer ganz gut, mit dem Ultraschall auch nochmal zu gucken. Dann sehe ich häufig auch, dass es da zum Beispiel eine Hydrozele gibt. Eine Hydrozele ist ein sogenannter Wasserbruch, wo Wasser sich um den Hoden lagert. Das kann auch mal sich so prall anfühlen, so verhärtet anfühlen und das ist dann nicht gefährlich und das ist auch kein Krebs. Man kann Hodenkrebs auch nicht immer tasten, deshalb ist es auch ganz wichtig, dass man mit dem Ultraschall einmal guckt, weil ganz kleine Sachen, die mittendrin sind, die kann man auch mit dem Finger nicht erspüren. Und deshalb ist es wichtig, da mit dem Ultraschall nochmal zu gucken, ob man irgendwas entdecken kann. Ich habe eben gesagt, man muss es früh entdecken, weil ein früh entdeckter Krebs ist heilbar. Und das ist die gute Nachricht an diesem Video. Hodenkrebs ist in vielen Fällen heilbar und besonders wenn er frühzeitig entdeckt wird, sind wir über 90% Heilbarkeit, also 90% in der Medizin ist sozusagen 100% in der realen Welt und da können die meisten also wirklich geheilt werden und zwar ohne, dass man auch einen großen Aufwand an Therapie betreiben muss. Nun gucke ich ja auch Videos auf YouTube und sehe so ein bisschen, was da so auch über das Thema Hodenkrebs veröffentlicht wird. Ich habe auch gesehen, dass da erzählt wurde, wenn es früh erkannt wird, dann kann man die Hoden erhalten. Das ist falsch. Ein Hodenkrebs, der Hoden muss leider immer entfernt werden. Ich weiß, dass das sehr vielen jetzt sehr viel Angst macht. Einen Hoden zu verlieren ist ja auch keine lustige Vorstellung. Aber auf der anderen Seite, es geht ja auch darum, dass ein Leben gerettet wird. Und man ist dann auch kein Kastrat oder sowas, sondern man kann durch den einen Hoden die Funktion des anderen vollständig kompensieren. Natürlich gibt es hier auch wieder so eine differenziertere Betrachtung, aber im Sinne dieses Videos, man kann es vollständig kompensieren mit einem Hoden und man kann ein ganz normales Leben weiterführen mit einem Hoden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Man kann auch noch Kinder bekommen, wenn man nur einen Hoden hat. Wie gesagt, ist nicht alles, was man da tastet, ein Tumor. Und welche Symptome macht überhaupt so ein Tumor? Und die Antwort ist eigentlich gar keine. Also es ist im Anfangsstadium eine schmerzlose Vergrößerung des Hodens und allenfalls kann man so ein gewisses Schweregefühl in diesem Hoden haben, aber so richtig Symptome macht das nicht.
Das, was Symptome macht, sind in der Regel Entzündungen, zum Beispiel eine Nebenhodenentzündung. Die ist ja auch relativ häufig, auch bei jungen Männern kann sowas auftreten, zum Beispiel über eine geschlechtlich erworbene Erkrankung, Chlamydien zum Beispiel. Die können eine Nebenhodenentzündung machen, der Nebenhoden schwillt unheimlich an, der ganze Hodensack wird dick und verfärbt sich. Das ist zum Beispiel so eine typische Hoden-Schrägstrich-Nebenhodenentzündung. Es gibt auch sowas bei jungen Männern, das nennt sich Hodentorsion, also eine Hodenverdrehung. Das ist aber eher was, was so in den 10er Jahren auch vorkommt. Natürlich auch in den frühen 20ern ist sowas möglich. Und da verdreht sich der Hoden aus Gründen, die wir nicht wissen. Auch das tut sehr weh und auch das ist kein Hodenkrebs. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten und man sollte es auf jeden Fall einmal vorstellen beim Urologen. Vielleicht sollte man sich auch regelmäßig in den 20ern beim Urologen vorstellen, denn auch nicht alle Krebse sind tastbar. Ich habe in dem letzten Jahr ein oder zwei Krebse gehabt, die gar nicht tastbar waren, die ich nur über Ultraschall herausgefunden habe. Also einmal kurz mit dem Ultraschall geguckt, tut auch nicht weh, dann kann man sicher sein, dass da auch nichts Auffälliges ist. Risikofaktoren für Hodenkrebs sind teils genetisch, das heißt, wenn ein Verwandter ersten Grades Hodenkrebs gehabt hat, das hat man eventuell ein höheres Risiko. Gerne genommen sind auch Fehlbildungen, wie zum Beispiel ein nicht abgestiegener Hoden, also ein Leistenhoden, der nicht ganz runtergekommen ist in den Hodensack. Auch solche Dinge haben ein Risiko für Hodenkrebs. Manchmal sieht man auch Veränderungen im Hoden, ein sogenanntes Sternenhimmelphänomen. Das sind im Ultraschall ganz viele kleine verkalkte Punkte im Hoden. Das ist noch kein Krebs, aber die muss man gut überwachen, weil das auch eine Möglichkeit ist, dass hier ein Patient ist, der eventuell ein höheres Risiko für Hodenkrebs hat. Wenn man jetzt nun einen Verdacht hat für Hodenkrebs, dann muss man Tumormarker abnehmen. Tumormarker sind Blutbestandteile, die erhöht sind, wenn Hodenkrebs da ist. Und zwar gibt es verschiedene Arten von Hodenkrebs. Wir haben den seminomatösen Hodenkrebs, also das Seminom. Und das sind Krebse, die von den Samenzellen direkt ausgehen. Und wir haben das nicht seminomatöse Hodenkarzinom. Das sind Entartungen, die von den übrigen zellulären Bestandteilen und Gewebsbestandteilen des Hodens ausgehen. Junge Männer, also in den 20ern, haben gerne diese Mischtumoren, teilweise seminomatös, teilweise nicht seminomatös gemischt. Und ältere Männer, die dann so ab 30, 35 bis an in die 40, da häuft sich dann doch eher so das Seminom. Und die sind beide auch unterschiedlich zu betrachten. Das sind so beides Unterarten, die auch unterschiedlich behandelt werden, auch in den Risikokategorien. Tumormarker sind bei diesen Mischtumoren häufig erhöht. Also wenn jemand so einen Mischtumor hat, der hat in 90% der Fälle entweder einen oder zwei von diesen beiden Tumormarkern, Beta-HCG und Alpha-Fetoprotein, erhöht. Bei den Seminomen ist es so, dass maximal 30% der Fälle das Beta-HCG erhöht ist. Also Seminome haben auch häufig gar keinen Tumormarker, der da positiv ist. Worum es sich da genau handelt, um ein Seminom und ein Nicht-Seminom, das wird erst später festgelegt. Und zwar wird der Hoden, wenn er entfernt ist, eingeschickt. Der wird dann pathologisch aufgearbeitet. Der wird tiefgefroren, da werden kleine Scheibchen von gemacht, eingefärbt und dann wird unter dem Mikroskop geguckt, was ist es eigentlich. Und der Pathologe sagt dann, das ist ein Seminom oder das ist ein Nicht-Seminom. Und dementsprechend wird man das auch dann klassifizieren. Kleine Stadien sind sehr gut dann zu beobachten, vor allem bei Seminomen. Denn wenn man ein Seminom in dem kleinsten Stadium erwischt, dann hat man eine Rückfallrate von etwa 15%. Das kann man eigentlich gut beobachten. Das muss man natürlich mit dem Patienten absprechen. Jemand, der nicht bereit ist, das beobachten zu lassen, der kann auch schon mal so einen Kurs Chemotherapie bekommen, um die Rückfallquote noch weiter zu senken. Aber in der Regel braucht man da nichts machen und kann es erstmal beobachten. Bei den Nicht-Seminomen ist die Rückfallquote höher. Wer also ein kleines Stadium Nicht-Seminom hat, der hat bis zu, nicht genau, sondern bis zu 50% Rückfallwahrscheinlichkeit. Und hier kann man natürlich beobachten, man kann sich aber auch überlegen, ob man zum Beispiel einmal Chemotherapie gibt, damit man auch hier die Rückfallquote deutlich senkt. Je höher die Stadien kommen, desto komplexer wird natürlich auch die Behandlung, denn die Hodenkarzinome, die metastasieren, die machen also Absiedlungen erstmal über das Lymphsystem und das geht dann strickleiterartig von unten nach oben. Irgendwann kommen auch Organmetastasen dazu, also Absiedlungen in Organen wie zum Beispiel der Leber, der Lunge und ganz zum Schluss auch im Gehirn. Und man kann sich vorstellen, wenn man natürlich erstmal einen großen Befall im Bauchraum hat, vielleicht sogar in der Lunge, dann wird die Behandlung immer komplexer. Die wird immer schwieriger und natürlich auch die Erfolgschancen werden immer geringer. Deshalb ist es, wie gesagt, sehr wichtig, sobald da irgendwas gemerkt wird, sobald Sie irgendwas merken, sobald ihr irgendwas merkt im Hoden, geht zum Urologen. Das geht nicht mehr weg.
Das muss abgeklärt werden und muss behandelt werden. Und wenn das frühzeitig entdeckt wird, kommt ihr mit einer kleinen Behandlung sehr gut davon und könnt weitermachen wie bisher. Wenn es weit fortgeschritten ist, dann wird das schwierig und dann hat man wirklich auch eine lange Zeit Behandlung vor sich mit entsprechenden Problematiken. Über die genaue Behandlung der Risikogruppen, wie sie dann im mittleren und hohen Bereich sind, möchte ich heute nicht sagen. Das würde den Rahmen des Videos sprengen. Eine Sache vielleicht noch zum Schluss, das Follow-up, also dass man Leute kontrolliert. Und das ist ganz wichtig, weil natürlich immer die Möglichkeit ist, dass Krebs wiederkommen kann. Es reicht ja im Prinzip nur eine Zelle, die sich irgendwo verirrt hat und schon geht davon wieder eine neue Problematik aus. Deshalb sollte man, oder das heißt, man muss den Hodenkrebs weiter verfolgen. Man muss regelmäßig eine Bildgebung machen, also Röntgenuntersuchungen machen. Man kann auch eine MRT-Untersuchung machen zum Beispiel. Und dann guckt man sich die Tumormarker an und kann aufgrund dessen sehr gut eigentlich sehen, ob sich wieder was rührt. Das Follow-up muss auch jetzt nicht ewig gemacht werden. Die größte Gefahr ist bereits nach 2 bis 3 Jahren gebannt, aber man sollte schon mindestens 5 Jahre das nachgucken lassen, damit man sicher sein kann, dass dann wirklich nichts mehr nachgewachsen ist. Das war jetzt ziemlich komplex. Da gibt es sicherlich viele Fragen. Bitte hier unten Kommentare schreiben, Fragen stellen, die beantworte ich gerne. Und dann sehen wir uns nächste Woche beim neuen Video. Tschüss und auf Wiedersehen.